Moin. Moin. Hier ist wieder euer Robin für euch. Gestern im Livestream habe ich ja gesagt, es gibt drei Möglichkeiten, wo ich heute hinfahre. Einmal Düsseldorfer Flughafen. Nein, das ist es nicht geworden. Dann einmal Granger Weihnachtszauber. Ist es auch nicht geworden. Nein, es ist das Phantasia Wintertraum geworden, wo ich jetzt im Wilmlings Express sitze und eine kleine Runde drehe, um diesen Vlog zu beginnen. Ja, das Wetter ist richtig schön. Ihr seht's, ich fahre jetzt gegen's Licht. Ja, deswegen blinzel ich so. Ich habe auch noch mehr Vlogs gemacht vom Phantasialand. Die findet ihr, wenn ich eingebe Robin TV im Phantasialand und so weiter und so fort. Ja. Ja. Und jetzt viel Spaß mit meinen Impressionen hier aus dem Phantasialand. Ja. Hier seht ihr eine weitere Gestaltung von Rockburg mit der neuen Achterbahn. Das Theming wird immer mehr. Finde ich richtig schön. Was sagt ihr zur Thematisierung vom neuen Theming-Bereich Rockburg? Ich muss sagen, echt schön geworden. Vorher war das nur ein Gerüst aus Stahl. Und jetzt ist es richtig schön geworden, wie ich finde. Nochmal einen schönen Blick da drauf. Ich muss jetzt ein bisschen quasseln, weil hier GEMA-Musik läuft. Schöne Weihnachtsmusik ist ja Wintertraum. Ja, schöne Sache. Ja, werfen wir einen kleinen Blick hier vor Wutzetown auf die schöne Thematisierung. Ich muss sagen, ist richtig schön geworden hier, das Phantasialand im Wintertraum. Aber so kennt man das Phantasialand. Ja, ich sitze immer noch im Wilmling Express, dort die Rückbahn von Rockburg. Schön. Ja, auf dem Gerät, was ihr gerade gesehen habt, für meine langen Beine, bisschen zu lang. Normalerweise, wenn man strampelt, geht man nach oben. Ist, glaube ich, eher auch ein Kinderfahrgeschäft. Ja, hab gedacht, ich hab's noch nie gemacht. Mach's es einfach mal. Ja, hier haben wir einmal das Kettenkarussell, die Schlittschuhbahn, Haus der Drachen. Also, Wetter ist richtig gut. Die Schlittschuhbahn ist noch nicht ganz so voll. Der Park hat ja auch erst seit einer halben Stunde geöffnet. Warum mich jetzt so viel quassel? GEMA, GEMA, GEMA. Ja, ich befinde mich jetzt hier vor Chiapas. Die Wasserbahn hat geöffnet, denn die Eintauchwinkel der Boote kann man hier verstellen, sodass man im Winter auch nicht nass wird. Schauen wir einfach mal, wann das nächste Boot kommt. Ich denke mal, es wird gleich schon kommen. Übrigens würde mich freuen, wenn ihr auf dieses Video einen Daumen nach oben geben würdet, denn ich mache mir trotz zwischen den Feiertagen, zwischen Silvester und Heiligabend die Mühe, fahr hier ins Phantasialand, mach für euch schöne Impressionen. So, denke mal, in ein paar Sekunden ist es soweit und das nächste Boot hier bei Chiapas kommt runter. Ja, das Wetter ist richtig schön, wie gesagt, schön frisch kühl und ja, hoffe ich einfach mal, dass in den nächsten 50 Sekunden noch ein Bötchen kommt. Denn dann habe ich einen Take von 2 Minuten. Ja, schauen wir einfach mal. Ja, was gibt es noch zu uns zu sagen? Schaut mal in die anderen Playlists rein. Züge, Flughäfen und so weiter und so fort. Ja, ich habe hier gerade schon ein Boot runterfahren sehen.
Na, wo sind denn die Bötchen? Ja, ich habe jetzt hier 5 Minuten gewartet, aber immer noch kein Bötchen. Also gehe ich davon aus, dass Sherpas zu ist. Aber ich schaue gleich mal unten auf das Schild nach, ob die zu oder offen haben. Ich weiß ja, wo der Eingang ist. Ja. Ja, ich habe gerade gesehen, bei Sherpas, die Techniker stehen oben auf der Bahn, auf der Abfahrt. Also Sherpas heute geschlossen, in der Zeit, wo ich jetzt hier bin. Schade, wäre ich gerne gefahren. Ja, so sieht Mystery River beim Wintertraum aus. Kein Wasser da. Ja, ihr seht im Hintergrund, die Boote stehen. Ist auch klar. Die Wasserbahn hat ja auch geschlossen. Ja. Ihr habt gesehen, Sherpas ist zu. Und ja, ich laufe gerade hier mal durch den Tunnel. Da hinten habt ihr die Disco. Gehen wir einfach mal hier hoch. Schauen wir mal, wie es denn hier oben aussieht. Kommt am höchsten Punkt von Sherpas. Ja, ihr seht's da, die Handwerker sind am Arbeiten. Dankeschön an die fleißigen Handwerker, die versuchen, dass diese Bahn heute wieder offen gemacht wird. Ja, ihr habt gesehen. Auch ein YouTuber muss man essen. Leckeres Grünkohl mit der Mettwurst. Richtig lecker. Jetzt geht's nochmal zur Hollywood-Tour. Heute Morgen um 11 Uhr war sie noch zu. 11.15 Uhr. Mal schauen, ob sie jetzt offen ist. Ja, Mittagspause hier im Wühlming Express. Grünkohl war richtig lecker mit einer Mettwurst. Kann ich euch empfehlen. Ich habe gerade andere YouTuber getroffen. Ihr habt gerade ihre Karte gesehen. Schaut auch mal da vorbei. Die würden sich sicherlich über ein Abo freuen. Da ich ja ihre Karte abgefilmt habe, brauche ich sie unten ja in der Videobeschreibung nicht verlinken. Und jetzt einfach mal so eine kleine Entspannungsfahrt. Hollywood Tour hatte offen. Ihr habt es vielleicht gesehen, vor 1-2 Stunden hatte sie noch zu. Aber jetzt sind sie offen. Oder jetzt ist die Hollywood Tour offen. Gut, wie immer. Bis später.
Ja, wisst ihr, was ich für einen Fehler ganze Zeit gemacht habe? Ich habe ganze Zeit gesagt, Mystery River ist im Winter Traum zu. Ist natürlich River Quest. Mystery River ist ja die alte Wasserbahn aus dem Moviepark Germany. River Quest ist die Bootsfahrt, die ihr geschlossen hat am Wintertraum. Wer es jetzt erst gemerkt hat, auch ein YouTuber wie RobinTV macht mal Fehler. Ja, ich stehe hier gerade nochmal vor Taron. Sie machen gerade Testfahrten. Taron scheint gerade nicht zu sein. Ich habe gerade mein zweites YouTuber-Paar gefunden. Einmal war es neuländischer YouTube-Kanal. Und das zweite war jetzt ein englischer YouTube-Kanal. Coaster Kids mit K und nicht mit C. Sehr schöne Idee. Ja, Taron ist gerade an mir vorbeigefahren. Schöne Sache. Ja, 14 Uhr. 6 Stunden hat der Park noch geöffnet. Das große Feuerwerk nehme ich heute Abend nicht mit. Ich habe gerade mal bei den Coaster Kids nachgeschaut. Das ist ein Kanal mit 25.000 Abonnenten. Also, so groß möchte ich auch mal werden. Sehr schöne Videos. Schaut mal bei denen vorbei. Gebt einfach bei YouTube Coaster Kids ein. Nicht mit C, sondern mit K. Und ihr werdet direkt weitergeleitet zu denen. Es war auch sehr interessant, mit denen zu reden. Denn es ist ausführlich ein englischer Kanal. Daher auch sehr spannend. Ja, da der Park jetzt immer voller wird, das Phantasialand, werde ich das Phantasialand jetzt verlassen, damit heute Abend mein Video auch online gehen kann vom Phantasialand. Schaut wirklich mal bei den anderen beiden YouTubern vorbei. Einmal bei Coaster Kids mit K und nicht mit C und bei dem holländischen Kanal. Ich sage, schau mit Frau Robin. Hinter mir fährt nochmal Taron. Ciao.